Tagen hat der schockierende Vorfall um die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in einer Talkshow große Aufmerksamkeit erregt. Nicht nur das Publikum im Studio war verblüfft, sondern auch das Video, das zeigt, wie Baerbock gebeten wird, die Sendung zu verlassen, verbreitete sich rasend schnell auf verschiedenen sozialen Netzwerken, insbesondere auf Telegram und Twitter. Dieser Vorfall ist nicht nur ein Konflikt vor laufender Kamera, sondern wirft auch viele Fragen über Baerbocks politische Kompetenz und ihre Zukunft in der deutschen Politik auf. Der Vorfall ereignete sich, als Baerbock an einer Talkshow teilnahm, in der internationale Themen geht's um Integration, um Deportation. Ich hätte es gerne erfahren. Und Herr elisee.press@gmail.com. Warum diese E-Mail-Adresse? Die ist verbunden diplomatischen Dienst. Guten Tag, Frau Baerbock. Ich hoffe, dass Sie die Reputation der Bundesrepublik Deutschland ins Licht rücken. Ins gerade Licht. Ich bin nicht Herr Baerbock. Ins gerade Licht. Guten Tag. Mir wurde gerade dieser Link zugesendet und ich handle gleich. Nicht beim nächsten Empfang, beim nächsten Dinner, beim Gala-Dinner, nein, sofort. Frau Baerbock, es gibt einen NGO-Presseschaffenden, der bangt um sein Leben. Wollen Sie das Leben retten? Das wäre gut. Denn Zigaretten retten das Leben nicht. Von Vitali C. Ich fiel mir aus der Hand. Trotzdem funktionieren meine Neuronen, meine Synapsen. Kann Deutschland einen nächsten Hammer gebrauchen? Entweder wird er erschossen, wenn er deportiert wird, oder er hat einen Herzinfarkt oder Schlaganfall. Frau Baerbock, Sie haben es in der Hand, einen Menschen zu retten. Möchten Sie das? Ein Menschenrechtspreisträger wagte sich nicht daran. Ein Staatsanwalt, zwei stehen auf meiner Seite. Na, er möchte nur seine Familie retten, denn er ist politisch verfolgt. Aus dem Ausland. Darf's ein bisschen Rettung sein? Film bei Galacom.tv, no limits. Kennen Sie dieses Bike? Sicher kennen Sie dieses Bike. Das steht für Sofortlöschung im Notfall. Ob G8-Gipfel oder damit Sie sich an mich erinnern. Schauen Sie, das ist das Foto. Warum ist es so schwach? Weil ich beraubt worden bin vom Ausweis. Aber ich bin gelistet im Auswärtigen Amt. Unter Morhard. Vorname Winfried. Galacom TV. Guten Tag. Also, das war der G8-Gipfel. Heiligendamm. Alle 8 Präsidenten habe ich dort interviewt. Für mehr Humanität. Kinder Parkinson muss heilbar werden. Guten Tag. Alles Gute. Und da steht auch nochmal das Logo. Da war ich bei Herrn José Manuel Barroso. Na, möchten Sie ein bisschen etwas tun für Ihre Reputation? Ich denke, das wäre sehr von Vorteil. Ich bin gleich wieder für Sie da. Einen Moment. In den letzten Tagen hat der schockierende Vorfall um die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock in einer Talkshow große Aufmerksamkeit erregt.
Nicht nur das Publikum im Studio war verblüfft, sondern auch das Video, das zeigt, wie Baerbock gebeten wird, die Sendung zu verlassen, verbreitete sich rasend schnell auf verschiedenen sozialen Netzwerken, insbesondere auf Telegram und Twitter. Dieser Vorfall ist nicht nur ein Konflikt vor laufender Kamera, sondern wirft auch viele Fragen über Baerbocks politische Kompetenz und ihre Zukunft in der deutschen Politik auf. Der Vorfall ereignete sich, als Baerbock an einer Talkshow teilnahm, in der internationale Themen und Deutschlands Rolle in der europäischen Politik diskutiert wurden. Zunächst verlief die Sendung. Naja, wie sie verlief, wissen Sie ja, ne, alle? Wenn man in so einem Amt ist, dann sollte man nicht nur das maximale große Latinum beherrschen. Höhere Gewalt, Entschuldigung, sondern auch die Form wahren. Körpersprache ist das eine. Linguistik ist das andere. Na, was ist es denn? Wenn Sie es wissen, schreiben Sie mir eine E-Mail an podcasttv7@gmail.com oder elise.press@gmail.com oder mohat007@gmail.com. Aber achten Sie darauf, mein Name hat von Geburt aus immer die ARD am Schluss. Guten Tag, Frau Baerbock, ich freue mich auf Sie. Retten Sie Vitali C. von der Flucht. Wo er ist, weiß ich nicht. Das sagt er nicht, das muss er auch nicht. Er ist am Atem noch vernehmbar. Ab und zu meldet er sich. Er hat Angst. Er hat sehr viel Angst. Täter in Deutschland sind frei, beleidigen die Menschen an den Bahnhöfen, ob Stuttgart, München, Bodensee, Nürnberg. Und er hat Menschen geholfen. Also nicht sehr viele, aber das, was in seiner Macht steht, und hat Studenten geholfen und deswegen wird er gejagt. Gejagt aus dem Ausland. Und das heißt, wenn man nach dem Leben getrachtet bekommt, dann hat man prioritär Schutz verdient. Vielen Dank. Sie haben alles. Jetzt tun Sie auch alles. Guten Tag. Filmbike auf den Bühnen dieser Welt. Entschuldigung, ich entschuldige mich, ne? Für mehr Mensch. Ciao, ciao.